Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur dritten Episode dieser vierten Staffel. Willkommen auf Oskutun. Der Face und ich, wir sind ja ausgewandert und haben uns hier in der letzten Episode diesen kleinen viereckigen Würfel hingestellt. Und der Face ist mittlerweile auch schon umtriebig. Das heißt, er ist ausgezogen und hat sich selber eine Stelle gesucht, wo er sich eine eigene Basis aufbaut. Die werde ich mit Sicherheit in der nächsten Zeit auch mal unter die Lupe nehmen. Ja, hier drinnen ist ein bisschen angebuntet. Alles erstmal, was man so ein bisschen braucht, haben wir. Oder habe ich jetzt. Face wird es aber trotzdem auch benutzen dürfen. Ja, kein Problem. Nicht großes. Was so sollte ja auch erstmal sein. Erstmal was zum Überleben. Schick kommt halt eben später. Ja, das Einzige, was ich sonst noch vorbereitet habe, ist eine kleine Auffahrt, damit wir unsere Schiffe so ein bisschen verstecken können. Vor den Drohnenangriffen, die es hier noch gibt, weil wir haben ja die Drohnenbase hier noch nicht zerstört. Und das ist auch so das, was ich jetzt so erstmal fertig bauen werde. Erstmal einen schönen Hangar. Und dann sehen wir weiter. So mein Plan. Also ich wollte an und für sich so die Natur rund um meine Basis, wollte ich eigentlich diesmal nicht so zerstören. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich, wie angedacht, hier hinten so eine fette Luke drin baue. Weiß ich noch nicht. Guck mal, hier guckt das Eisen durch. Der Neo. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der Tageszusammenfassung für heute. Und wir sehen uns wieder, wenn ich was Neues habe. Bis dann. Ja, es ist mal wieder ein wenig was geschehen. Kleine Nachricht vom Face. Hey Dalo, ich war etwas unterwegs und habe auch einiges organisiert bekommen. Siehe rote Kiste, mehr bei mir. Er hat irgendwelche Ressourcen geholt. Okay. Mit Grüße vom Hund, der war also auch mit dabei. Minigun 2. Ich habe eine epische Minigun, Jungs. Des Weiteren habe ich deine Hydrogenflaschen geplündert. Als Info. 28.12. Mensch, ich war ein paar Tage nicht auf dem Server. Hier kann so viel passiert sein. Okay, hat Neodym, Erestrum, Satium und noch eine epische Minigun. Episches Minigun. Juti, ich habe dabei ein bisschen was gegessen, damit ich hier nicht vom Fleisch falle. Und beginne einfach mal so eine kleine Runde, was ich mir hier so denke. Also ich habe hier so einen kleinen Baum mit eingebaut. Sieht man ja. Wie ich das noch farblich gestalte, was da noch drumherum kommt, keine Ahnung. Lasse ich mich noch sehr, 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 sehr treiben. Hier geht's aufs Dach. Da habe ich ein bisschen Geschütze drauf. Da ist die Kuppel. Schalte mal die Texte ab. Die Stirnbrust im Hintergrund. Ja, außenrum wird auffallen, dass die kleinen Konstruktoren weg sind und der Gärtnereibetrieb völlig verschwunden ist. Und hier ist ein ominöses Loch. Er steht noch hier. Okay. Wir gehen mal runter. Das soll hier nicht so bleiben. Also hier dieser Aufzug mit einem Durchgang, das ist erstmal temporär geplant. So, Garten ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ne? Ich glaube, mein Vorrat war nicht allzu groß, weil ich ja hier noch sozusagen am Fuß fassen bin. So. Tim, 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 tim. 5, 5, 5. Mach die mal. Ansonsten kann der Kaffee noch hier rein. Oh, ich glaube, da hat jemand drin geerntet für mich. Allerliebst. Sehr nice. Danke. Da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Sortiere ich dann später halt nochmal. Zack, zack. Dann haben wir fast für diesen Abend ausgesorgt. Das ist natürlich wunderbar. Gut, ihr beide kommt mal mit. Euch hole ich dann später. Aber ich will ja noch ein bisschen tiefer runter. Und es geht noch ein bisschen tiefer runter. Hier waren die Gärten. Und hier wird mir ein Hangar entstehen. Hier ist mein Amphi, na, mit einem Testbohrer oben drauf, mit dem kann man bohren. Also man stellt sich praktisch dorthin, wo man bohren möchte. Dann wird es ein bisschen kompliziert. Man sucht diesen Bohrer aus. Bohrgeschütz, sagt Zugriff. Klappt dieses Teil. Na,
wieder zu und dann sind wir hier im Bohrer drin. Und damit können wir Trara bohren. Der ist ein bisschen effektiver. Man muss eine kleine Kiste an Bord haben, um die Ressourcen aufzusammeln. Und da kann man sich dann hier die ganze Schotter, was da unten links steht, kann man sich dann da rausholen. Ja, jetzt wenn man mit einem Team unterwegs ist, sich so ein Gefährt baut, wo zwei so eine Dinger drauf sind, kann man eine ganze Menge wegmachen. Licht aus. Raus. Ja, mein Transporter ist mittlerweile wieder da. Habe ich mit Ach und Krach hier in diesen, naja, Hangarin bekommen, das, was der Hangar mal wird. Ja, und den kennen wir ja alle. Flo, Tachchen. So, und dann gibt es ja noch eine kleine Klappe, die runterführt. Und zwar in meinen Eisenkeller. Oh. Wir haben ein Stromproblem. Muss ich heute noch auffüllen? Muss ich dran denken? Ja, hat sich kein anderer dran bedient. Der Face, der hier auch mit auf Oskutun ist, der hat selber Eisen. Minen. Und der muss hier nicht bei mir farmen kommen. Deswegen ist das jetzt hier so Fülle. Wahrscheinlich Opus Batterien nachgelegt und ihr guckt, dass die Dinger nicht überlaufen. So, und ich brauche noch einen anständigen Eingang, um in meine Basis zu kommen, weil das war ein bisschen umständlich. Manchmal. Jo, dann kann ich mich hier erstmal wieder breit machen. Werde noch ein bisschen weiter an dem Ding rumbauen. Und wenn irgendeine schöne Aktion ansteht, beispielsweise die wir auf irgendeinen anderen Planeten fliegen, irgendwas geplant ist, irgendeine Station in der Nähe ist, die kriegerisch aussieht oder so, und dann schalte ich mit der Kamera mal dazu. Ansonsten gibt's hier nach die nächste Zusammenfassung. Wieder ein neuer Tag, der hier aber in der Nacht beginnt. Jo, bin wieder zurück auf Empyreon. Nächster Tag. Und wir stehen in meiner Auffahrt. Daneben haben wir hier die Wasserproduzenten. Kann man mal einen Rundflug machen. Da ein kleines Feuer lagertes Geschütz. Da hinten mein Betonklotz, in dem ich wohne, auch mit Geschützen oben drauf. Und mein Schiff. Gut, dann. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Und zwar war mir der Tunnel hier ein bisschen zu klein. Den musste ich ein bisschen größer machen. Und ich habe hier hinten ein klein wenig gebuddelt. Mach mal auf. Ja, das ist jetzt erstmal mein Hangar. Die Beleuchtung ist natürlich Arbeitsbeleuchtung. Das habe ich jetzt gemacht, damit ich hier was sehen kann. Damit mir so weit hier beispielsweise nicht entgeht. Ne, hallo? Da ist immer noch was. Weg. Weg. Sehr gut. Überall diese kleinen Steinchen hier. Besser. Ja, oben ist eine Galerie, die führt einmal rundherum. Das ist auch Arbeitslicht. Ein bisschen, damit sich das absetzt, so mit diesem Blau. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ja, mein Fuhrpark hat sich nicht verändert. Das ist immer noch der Flo, das Amphiteil. Und da drüben der Transporter. Und hier drüber, seht ihr schon, habe ich meine Gärten ein wenig vergrößert. Hier unten, wo ich mein Eisen herhole, da war ich heute auch noch nicht. Ich bin ja auch frisch auf dem Server. Gucken wir mal. Jo, hat sich doch mal wieder gelohnt. Aber richtig. So und so. Finger blutig klicken, um das wieder umzuwandeln. So, mit den vollen Taschen stellen wir uns jetzt hier drunter und springen. Sind hier, ups. Einmal auf Galerieebene. Ist nichts. Ist im Grunde genommen einfach so ein Gang, der oben einmal rundherum führt. Ansonsten ist da noch nichts. Und ich weiß auch noch nicht, was ich da draus mache. Kamel muss einfach so beim Bauen. So, ein höher. Na, sollte man nicht hier? Was ist denn hier passiert? Warum ist denn das hier zu?
Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen baff. Oder habe ich mich hier mit meinem eigenen System ein bisschen verfahren gerade? Ich denke schon, ja. Ja, ist halt so neu, das habe ich gestern in den letzten Minuten noch gebaut. Das hatte ich jetzt so nicht mehr auf dem Zettel. Okay. Umdrehen. Falscher Block. Richter Block. Fertig. Ja, Main Garten. Bisschen indirekte Beleuchtung da hinten aus der Ecken. Ja, und eigentlich kann ich doch auch mitnehmen. Rennen. Keine Ahnung, wie effizient der ist. Der Tatsache alle mitnimmt. Na, fast. Okay, na, hier kommt auch noch ein bisschen Farbe an der Wände. Die Beleuchtung wird sicherlich auch noch ein wenig anders. Ja, und dann habe ich noch den Raum hier. Dieser Raum wird wohl, ja, ein Lager werden. Wie ich mir die Decke baue, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, wird schon. Und ich werde das hier zumachen, um mich selber nicht zu verwirren. Demnächst. Und dann wieder oben. Nachricht dürfte noch dieselbe sein. Ist sie ansonsten? Hier oben habe ich eigentlich nicht so viel gestern geändert. Dürfte an und für sich immer noch so ein bisschen das gleiche sein. Na, ich komme ein bisschen oft hier durch den Boden hoch. Das lässt sich beim Bauen leider nicht vermeiden. Und doof ist, ich kann es ja im Grunde genommen nur aufschütten hier mit diesem Fülltool und diese Textur sieht doof aus. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Kann sein, dass die Basis einen größeren Sockel bekommt. Gut, habe ich erstmal dir gezeigt, was es bei mir neu gibt. Und ich denke, die Zeit ist schon reif. Wir könnten doch mal rüberfliegen zum Face und könnten dort mal schauen, wie es bei ihm aussieht, weil er ist ja länger online als ich. Ich hatte ja praktisch 3 Tage Notpause. Okay, Essen haben wir eh noch dabei, hoffentlich. Ach, ich sollte doch mal die Taschen leer machen. Macht sich einfach besser. Ich stelle den Flieger erstmal raus. Irgendwie. Hau ich erstmal alle hier oben rein. Dann gibt es hier noch ein wenig. Kaffee kann hier rein. Ja, das können wir hier rein machen. Kümmere ich mich später irgendwie drum. Natürlich noch bauen. Constructor. Hier rüber. Das können wir erstmal am Mann behalten. Gut, und die zweite epische Minigun. Schleppe ich ja auch noch so ein bisschen rum. Mal überlegen, das werde ich wahrscheinlich auch als Preis ausloben, wenn wir hier wieder Races fahren. So, er hat die crafted und ist komplett voll. Hat deswegen aufgehört. Kann passieren. Kümmere ich mich drum, aber nicht jetzt. Er hier hat auch bitter viel getan. Sollte alles in Ordnung haben. Und die können wir dann rüberpacken. Einen mehr. Gut, und das Zeug wird dann halt demnächst in Tüten verpackt und aus der Tüte kommt dann dieser wunderschöne Würfel. Aber nicht jetzt. Das hebe ich mir auf. So, ich würde gerne noch etwas zu essen mitnehmen. Da habe ich ja meine Kühlschrankfront. Nehme ich mir hier von den halben Stapel mit. Das dürfte reichen.
Gut, ich bin ja auch noch ein bisschen neu auf dem Planeten und ich muss tatsächlich erstmal gucken, in welche Richtung das war. Das war doch hier westlich mit ein bisschen Süden. Außenansicht. Und die Sonne ist auch da, das ist schön. Sind hier Drohnen drauf? Fragezeichen. Wenn ich schon mal da bin, bin ich ja schon mal da. Hier ist so viel dunkel. So, und da sieht man schon, dass Face ein wenig gewütet hat. Er hat einen Turm. Ich glaube, das ist nicht alles. Und wir fahren mal, wir fliegen in die Dunkelheit rein. Diese Striche, die man hier ab und zu mal sieht, also da jetzt unterm Fadenkreuz und da, das sind seine Begrenzungsstriche. Soweit kann er bauen, hat er festgelegt. Und wer weiß, das wird vielleicht ein großer Betonwürfel. Irgendwie soweit. So, irgendwo hat er ja auch eine Einfahrt vorgesehen. So war es jedenfalls mal. Warum sägt ihr denn nicht? Geht's blind oder an der falschen Ecke? Ne, da ist er. Hat er noch nicht so schön irgendwie. Aber sie ist da. Okay, da kommen wir rein. Na, dann schwenken wir doch erst nochmal von oben ein bisschen rum. Machen wir den Text ein bisschen weg. Crystal Hall, Crystal. Hangartür, okay. Schöne große Mehrzweckhalle. Noch mit irgendwelchen Konstruktionen. Constructor, hier ist sein Schiff. Okay, was haben wir hier unten noch? Ein Raumschiff hat auf dem Rücken liegt. Irgendeine schöne Anlage. Oh, guck dich mal die Konstruktion an, oh Mann. Das ist ja auch heiß. Ist das hier so ein Pier, ein Anlegesteg oder so? Auch mit Ausgang. Plattform, Schiff nach wie vor. Ja, und der Turm. Da kann man einst hier durch den Sockel rein. Einst, so. Das hat sich wohl verändert. Einfach nur Babel. Ja. Ja, schöne kleine Aussichtsplattform. Die Kugeln sind schön. Nice. Gut, dann versuchen wir mal den offiziellen Weg. Der ist ja eigentlich unten durch den Tunnel. Wenn wir den nochmal finden sollten. Wäre ja schön. Nicht weiter driften. Oh, sehr standesgemäß. Sehr cool, sehr cool. Mal da die Parkbuchten und als Gast hoffe ich, dass ich mich hier überall so ein bisschen hinstellen kann. Wow, das muss der Hangar. Ist das hier irgendwelche Reinigungsfahrzeuge oder so? Das sind seine kleinen Draisinen. Oh ne, nicht Draisine, wie hat er sie genannt?
Isettas, genau. Ja, seine kleinen Isettas sozusagen. Hier geht sein Fuhrpark weiter. Kleines Angriffsschiff, so wie es aussieht. Nette Ausstattung dran. Ja, oh, freiliegender Kern. Da hat er ein bisschen kassiert, würde ich sagen. Da muss er nachbessern. Kann man nicht so stehen lassen. Na, schöner Reparaturhanger. Oh, was ist das hier? Okay, cool. Zweites kleines Schiff. Oh, fällt ja auch was. Sage mal. Sind nur kaputte Schiffe oder passierte das hier? Mir ist so noch nicht passiert. Bis ich bin auch wahrscheinlich nicht so viel wie du unterwegs. So, sein Bohrtool. Damit bohrt er hier seine Tunnel. Ominöser Gang. Kisten, da ist ein bisschen Konstrukteurei. Ein Tunnel zur Plattform. Ja, würde ich sagen, werden wir nehmen, aber erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.